إن غزوة تبوك ليس غزوة بصر الرسول صلى الله عليه وسلم بمحض الرسول صلى الله عليه وسلم تهت ديزن غزوة أوركي جيفون الكفار نعم نوبيهات بس محمد صلى الله عليه وسلم متفير صحابة كومن دي كفار نعم أوف جديد unterwegs wieder nach Medina. Normalerweise Muawiyah ibn Muawiyah al-Muzani, der wollte mit al-Rasul sallallahu alaihi wasallam auch teilnehmen. Lakinahu usiba bil-humma. Er hat Fieber gekriegt in Medina. Und al-Rasul sallallahu alaihi wasallam hat ihm gesagt, bleibst du. Du hast jetzt einen Grund. Du bist krank. Darfst du mit uns nicht fahren oder gehen, um Ghazwa zu machen. Muawiyah ist in Medina geblieben. In ein paar Tagen Muawiyah gestorben. Wegen dieser Humma, dieser Fieber. Al-Rasul sallallahu alaihi wa sallam unterwegs wieder nach Medina hat Al-Rasul sallam gesagt, Wallahi in einer Nacht. Und in dieser Nacht war richtig kalt. Richtig kalt. Faja'ani Jibril. Faja'ani Jibril. Jibril kam zu mir. Alayhi salam. Hat er mir gesagt, jetzt musst du für Muawiyah, Ibn Muawiyah, Salatu al-Janazah. صلاة الغائب معي سبحان الله فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة زين غشش ميلد يت ممكن كما نقول كما نصرف معها فقال جبريل لقد أمرت ich habe ein Befehl von Allah gekriegt dass du jetzt das machst für dein Wohl فخرج الآن فإن صفين من الملائكة في انتظارك سبحان الله هذا الانتظار außerhalb von diesem Zelt wo du bist sind zwei Reihen von wem? Nicht von Menschen von Engels und in jeder Reihe ist 70.000 Engels die waren noch nie auf dieser Erde Die sind extra für Muawiyah gesendet. 70.000 mit 70.000, wie viel sind die? Subhan. Warum? Was hat er die Sahabi gemacht? Und die Sahabi, der war fast ungefähr drei Jahre Muslim. Nicht wie wir 80 Jahre im Islam. Nichts gemacht. Subhanallah. Danach, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, der war auch neugierig. Rasul sallallahu alaihi wa sallam, la ya'lamu al-ghayb. Diese Verbeugung kennt er nicht. Nur wenn Allah ihm das gesagt hat. Oder Jibril alaihi salam. الرسول يسأل هذا كيف حق جبريل يا جبريل واس هذا معاوية ابن معاوية in sein Leben gemacht damit die Engels extra für ihn kommen قال جبريل إنه كان يحب سورة الإخلاص Subhanallah. Das war's. Al-Ikhlas. Wie viel? Jeder von uns kennt dieses Wort. Qul huwallahu ahad. Allahu as-samad. Und so weiter. Wegen dieser Sura. Subhanallah. Warum? Sa'ala Rasul sallallahu alayhi wa sallam wieder Jibril. Aber Sura al-Ikhlas von uns kann sein, dass jeden Tag ist davor.
فقال جبريل كان يقرأها لأنها تحمل صفة من صفة الرحمن. Warum? In diesem Sura ist eine Eigenschaft von Ar-Rahman, dem Barmherzigen. Deshalb, subhanallah, wegen einem Sura, der ist bekannt geworden, obwohl er vorher, vor seinem Tod, keiner kannte. Subhanallah. Andere Bruder, er heißt Haritha, Ibn Haritha. 16 Jahre alt, Muslim geworden, 17 Jahre alt, gestorben. Ein Jahr, nicht 80 Jahre, ein Jahr. Aber die Sahaba, die haben immer, immer als Vorbild gesehen, wer Ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Und die haben auch nachgemacht, nicht wie wir. Wir machen jeder nach, ob er Vorbild ist oder nicht. Dein Favorit, dein Vorbild ist Ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Ob du willst oder nicht. Das ist Haritha ibn Haritha, iltaqa ma'a Ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam ein Tag in Salat al-Subh, Frühgebet. Der ist mit Ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam getroffen. Und Ar-Rasul yas'al, hat er ihn gefragt, ja Haritha, kayfa asbahta al-yawm? Wie bist du heute geworden? Subhanallah. Zum Beispiel bei uns, da sagst du, Alhamdulillah. Manchmal sagst du Alhamdulillah, aber mit bösem Gesicht. Alhamdulillah. Das geht nicht. Alhamdulillah, wenn du richtig Alhamdulillah sagst, muss von hier sein. Von deinem Herz. Nicht einfach Alhamdulillah. Lass mich in Ruhe. Was ist das? Das ist kein Alhamdulillah. Haritha. Hat er gesagt, ja Rasulallah, laqad asbahtu al-yawma mu'minan haqqan. Subhanallah. Ich bin heute ein richtiger, also die Gläubige, geworden. Ein richtiger, die Gläubige, geworden. فَقَالَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَا تَقُولُ. Da musst du einen Beweis geben, dass du ein richtiger, die Gläubige geworden bist. قَالَ حَادِثَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ والله كأنني أرى عرش الرحمن وكأنني أرى الجنة رأي العين يتنعمون فيها وأرى بعيني جهنم والكفار يحرقون فيها. Subhanallah. Hat er gesagt, das ist alles, was also in meinem Traum gesehen habe, das ist genau wie eine Sache, die ich sehe, die Thron von Allah. Und ihr seht auch genau Paradies und auch Jahannam. Und das ist die Glauben. Das ist eine richtige Glaubige. Und diese Sache und zweite Sache. Zweite Sache, von ihm in Ghazwat Uhud. Und Ghazwat Badr, nicht Uhud, sondern Badr. Allah, bevor die Krieg angefangen ist, Rama Qarashiyun Bisahmihi, siehe, hat er ihn getroffen, bevor Krieg angefangen ist. Subhanallah. Schauen wir, ob die Sahaba richtig waren. Das heißt, die haben Ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam als Vorbild genommen. Auch ein Sahabi. Und die Sahabi haben wir oft erzählt.
عبد العزة. كان هي عبد العزة المزني طبعا، دي المزني اسم العاشدوف.